Herzlich willkommen zurück zu das Schwarzauge Schicksalsklingel auf dem Weg zu Skial. Und ha! Rayane freut sich. Eldariel! Verdammte Tollwut. Das ist ein Wundfieber. Wenn wir das jetzt überleben, was wir wahrscheinlich werden, dann haben wir sicherlich bald das letzte Kartenstück. Nach eurer Rast bemerkt ihr ein wenig Hügel an, die Spuren einer kleineren Herde, offensichtlich Karens, die sich in Richtung der Berge bewegt haben. Wollt ihr... Wir, Dariel, beschließt, wir reisen weiter, denn die Karte ist so nah. Am Wegesrand erkennt ihr eine windgeschützte Stelle. Das Ziel ist so nah, dass Eldar Rayane vor Freude schüttelt. Jetzt wäre er doch endlich wieder gesund, so wie ich. Dann Das schaffen wir das Gelände auch scheint bald, reich an. weiterzukommen. Das Übliche. Nach eurer Rast bemerkt ihr ein wenig Hügel. Ach, Eldariel, lass es, du hast eh keine Pfeile mehr. Klopft dem Tierhalf auf die Schulter. Hier führt ein Pfad in ein von Spinnen bewohntes Tal. Wollt ihr... Wir wollen jetzt alle nur noch diese letzte Karte haben. Und dann können wir weiterreisen. Am Wegesrand... Und bald unser Schicksal erfüllen, indem wir Hauptmann Hüglix Klinge endlich wiederfinden. Die Gruppe nimmt jetzt die Beine in die Hand, allerdings die von einigen Orks, die in blöder Weise über die Gruppe, über den Weg gelaufen sind. Und schon bald sind sie endlich mit einem lauten Ruf. Skjall! Vanadis fühlt sich immer wohler und plaudert munter weiter. Aufgewachsen bin ich schon bei meiner Tante in Liskor. Ah, ihr habt sie ja schon kennengelernt. Meine Eltern sind leider bei einer Herfahrt ums Leben gekommen, als ich noch klein war. Als sie eure fragenden Blicke sieht, schiebt sie nach. Ach so, das ist ein Raubzug mit einer Otajasko. Skjall, wo geht es jetzt lang? Rayane, du weißt doch immer alles. Wo müssen wir hin? Wo führe uns, gutes Dame? Tja, offensichtlich ist eine beste Lösung die übliche. Djalf, wir brauchen deinen starken Magen. Gerne. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es viele Betrunkene und nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Ihr setzt euch. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Wie immer, frei Nicht raus so mit der Ehrlichkeit. hastig, meine Freunde. Wie wäre es zunächst mit einem Bier? Alle Kurze für Zeit mich! später ruft stehen die hier. bestellten Biere auf der Theke. Ein gutes, kräftiges Hausbier, für das ihr dem Wirt Anerkennung zollt. Danke, danke. Der alte Bullweih hilft mir beim Brauen. Und der versteht was vom Trinken. Ich würde euch ja gerne weiterhelfen, aber leider habe ich bei dem Betrieb eine Menge zu tun. Vielleicht kommt ihr später nochmal zurück, wenn hier weniger los ist. Schon ist der Wirt wieder verschwunden. Verflixt! Ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel getan. Ein paar Gäste haben die Taverne. Ihr. Als Dann suchen wir eben selbst nach unserem gesuchten Menschen. Ich habe Entschuldigung.
einfach alles ab. Jedes Haus. Irgendjemanden finden wir schon. Rayan ist übereifrig. Zieht das tatsächlich durch, auch trotz Protest von einigen anderen. Das kannst du doch nicht machen, Rayane. Die werden uns hängen. Oder dem was auch immer vorwerfen. Ein leises Fiepen verrät, dass sich wohl einige Ratten zurück ins Gebälk verzogen haben, als ihr durch die Tür gegangen seid. Es ist etwas staubig und ein modriger Geruch hängt in der Luft. Es könnte auch sein, dass er vom Herbergsvater ausgeht, der euch in Erwartung klingender Münze freudig entgegentritt. Kommt doch herein und macht es euch gemütlich. Bei mir ist guter Schlaf garantiert. Der letzte Ork-Überfall ist schon Wochen her. Das sieht man aber nicht. Wir haben hier schon Ork-Lager niedergebrannt, die besser rochen als euer Haus, meint Rayane leicht erzürnt. Wir wollen doch nur wissen, wo unser Freund wohnt. Habt ihr den Verstand verloren? Ihr beleidigt mich und mein Haus. Wenn ich nicht so viele Zimmer frei hätte, würde ich euch jetzt glatt vor die Tür setzen. Ja, ja, wir werden später noch eure Gäste, aber nicht jetzt. Tschüss. Rayane hetzt und schnellt durch das Dorf in der verzweifelten Suche nach einer weiteren Herberge oder direkt dem Gesuchten. So langsam sammelt sich eine seltsame, recht aggressiv auslegende Gruppe von torwallerschen Dorfbewohnern hinter unserer Heldentruppe. Vielleicht sollten sie doch nicht jedes Haus angreifen. Mein Tieralf. Huch, in welchem Eine Laden sind wir nur gelandet? Eine gehüllte Gestalt taucht plötzlich vor euch auf und sagt mit ersterbender Stimme: Bitte, edle Fremde, rettet mich vor dem Verhungern. Die Göttin wird es euch danken. Jetzt gerade nicht. Wir wollen endlich den anderen Göttern hier ihrem Schwert zurechtbringen. Unserem Hitmann endlich sein Schwert zurückbringen. Weil er überhaupt erstmal bringen. Rayane sucht weiter verzweifelt. Irgendwo muss er hier doch wohnen. Und klappert weiter freudig jedes Haus ab. Rayane, du kannst das doch nicht. Klappe dir, Alf. Ich kann das wohl. Ich will dieses letzte Gartenstück. Ja, wir müssen hier ständig weg. Entschuldigung, aber wir haben es eilig. Nein! Das tut mir leid, wir wollten hier nicht zweimal rein. Oh, die torwallische Frau in dem Haus läuft plötzlich mit einer großen Holzfällerachse unserer Gruppe hinterher, die jetzt tatsächlich die Beine in die Hand nimmt, bevor sie dies wörtlich tun kann. Und ja, wir sollten doch nochmal in einer Schenke nachfragen. Nein, hier waren wir schon mal. Entschuldigt. Wir suchen doch nur nach jemandem. Sag mal... Sicher, dass wir hier schon waren? Jürge Torfinson, Skjall. So groß ist Skjall doch gar nicht. Na gut, fragen wir beim alten Piraten. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts. Denn die Taverne ist gerammelt voll. Aus den verschiedensten Ecken vernehmt ihr laute Gesprächsfetzen, Torwaller Trinklieder und das Geräusch aneinanderstoßender Bierkrüge. Es ist ungemütlich heiß, zahlreiche Pfeifen qualmen und die Luft ist zum Schneiden. Der Wirt hat alle Hände voll damit zu tun, die vor der Theke sitzenden und lallenden Gäste zu bedienen. Da es keinen freien Hocker mehr gibt, stellt ihr euch an die Theke. Nein, ja. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Das lob ich mir. Gleich die Katze aus dem Sack lassen.
sagt der Wirt lachend und verschwindet, um einige Bierkrüge zu füllen. Nach einer Weile kehrt er zurück und stellt das Bier vor euch auf die Theke. Hier, trinkt erstmal was. Geht auf Kosten des Hauses. Und so tollpatschig, wie ihr Nachforschungen anstellt, kann ich mir ja sicher sein, keine Spione zu bewirten. Er zwinkert euch zu. Ha, als ob wir jemals Spione sind. Wir sind große Helden, mein Tiaf. Und hier mit dem kostenlosen Bier. Nachdem ihr einen kräftigen Schluck genommen habt, schaut euch der Wirt fragend an. Also, raus mit der Sprache. Was wollt ihr wissen? Ja, wir suchen Jürgen Hoffinson. Sicher. An der Theke winkt ein bornländischer Händler mit einem leeren Bierkrug. Entschuldigt, ich werde gebraucht. Und damit verschwindet der Wirt, um sich um die anderen Gäste zu kümmern. Ihr trinkt euer Bier, ein erstaunlich gutes Gebräu. Er wohnt hier am Bach, das zweite Haus von der Brücke aus ist es. Noch immer geht. Da sind wir ja glatt dran vorbeigelaufen. Lalltrager, das ist lustig. Ja, dann können wir gleich ein richtiger Zauberer werden hier. Zurücklaufen, Mann. Ja. Ja, zurücklaufen und wanken und einem echten Zauberer-Besuch abstatten, in dem wir betrunken reingehen. Ich war Sinder. Nein, sind da daraufhin nur. Guten Tag, was führt euch hierher? Ein junger Bursche von vielleicht 25 Jahren. Ja, wir suchen... Jorge Tuffenson, sagt ihr das? Ich hoffe es doch, wir haben schon so lange hergereist, um euch zu finden. Bin netter und stolz. Aber was wollt ihr von mir? Wir, offensichtlich ist der Junge etwas von sich überzeugt, daher sagt er, ist er stolz darauf, auf Jürgen Torfensson zu sein. Also kommen wir gleich mal mit der Angeberei heraus und sagen doch gleich, dass der Hirtmann sein vollstes Vertrauen in uns setzt. Hoffentlich schmeißt er uns nicht bald aus Torwald raus. Er denkt kurz nach. Dann kommt erstmal rein. Nachdem ihr eingetreten seid, bittet er euch am Tisch Platz. Schnaps wird brennend serviert. Flamme ist Lachsrosa. Lachsrosa? So. Der Hildmann schickt euch. Weswegen denn? Ja, das zweite erscheint Diana doch etwas übertrieben. Das erstere ist die ehrlichere Variante und Hückeligs schwer zu finden. Das zweite könnte ihn vielleicht noch eher abschrecken. Da könnte ich euch vielleicht weiterhelfen. Aber woher soll ich wissen, dass ihr wirklich von Hildmann geschickt worden seid? Traut ihr uns natürlich nicht! Uns, den Helden von Lovang! Und schlecht darum! Janis stopft Tjalf erst einmal effizient den Mund. Wir haben doch ein Schreiben des Hetmanns. Ihr legt das Schreiben. Tatsächlich. Und ich dachte schon, ihr wollt nur angeben. Ha, angeben. Wir haben das doch gar nicht mehr nötig. Ja, sowas. Ein Schreiben vom Hetmann persönlich. Wartet mal einen Augenblick. Er geht in ein Hinterzimmer und kommt etwas später mit einem vergilbten Fetzen. Habe ich von meiner Urgroßmutter Brüder geerbt, aber leider kann ich damit wenig anfangen. Sieht aus wie eine Schatzkarte. Wenn es euch weiterhilft, könnt ihr sie haben. So ein komischer Händler, wie hieß der doch gleich, Jorgensen oder so ähnlich, wollte mir den Fetzen schon mal ankaufen. Aber so ein Erbstück verkauft man nicht einfach. Ein Schreiben von Hildmann, das ist was ganz anderes. Tjalf haut auf den Türrahmen, dass es ihn fast die Tür aus demselbigen springt. So ein elendiger Betrüger. Ich wusste es, dass er uns über den Tisch zieht. Ich wusste es. Du hast ihm ja gar nicht die Karte verkauft.
So ein Betrüger! Moment. Der Rest der Gruppe zieht den wütenden Tierhelf erst einmal hinter die Tür. Rayane grinst und lächelt brav. Ah, danke, das hilft gewaltig. Möge der Wahlgott euch segnen. Und verschwindet dann möglichst rasch hinter der nächsten Ecke. Jetzt kann man ja schon richtig etwas erkennen, meint Rayane. Vielleicht finden wir den Weg ja auch ohne die anderen Stücke. Haskas Grab, draußen Schritt, außen weit rum, der Ork. Natürlich, meint Eldariel, das finden wir doch leicht und locker. Aber Jurge kommt um die Ecke gelaufen. Ach, wartet, wartet, ich weiß doch noch mehr. Also... Wer denn? Aber ich glaube, wir haben schon alle abgeklappert seit 3 Jahren. Jasmatinas Dotter in Tos, Agnar Furunjas Dotter in Witze, Svafnir Egils Dotter, die im selben Land zu finden ist, und Undalgrid Trondes Dotter in Jalsin. Tja, lasst mal nachdenken. Mehr weiß ich auch nicht. Aber ich denke, wenn ihr da nachfragt, kommt ihr schon irgendwie weiter. Jedenfalls wünsche ich euch viel Glück bei eurem Unternehmen. Die Götter mögen mit euch sein. Ach ja, wenn ihr zufällig nach Thorwal kommen solltet, grüßt den Hetman von mir. Das wird eine unserer nächsten Stationen sein, junger Jorge. Wir wissen gar nicht, wie glücklich wir sind. Du hast Thorwal gerettet. Also nicht ganz, aber den Rest retten dann schon wir. So viel Sorgen musst du dir nicht machen. Aber, Rayane, komm jetzt! Wir wollen weiter! Alle sind erfreutig und starren auf die nun praktisch fertige Karte, rätseln, was das ist, aber man ist sich sicher, jetzt kann man den Weg zur Schicksalsklinge endlich finden. Vor lauter Euphorie vergisst die Gruppe dann auch glatt nochmal einkaufen zu gehen und reist zugleich nach Bremen weiter, um Vanadis bei ihrem kleinen Problem zu helfen. Vanadis ist darüber auch ziemlich erfreut, auch wenn sie die Euphorie der Gruppe gerade ziemlich nachvollziehen kann. Und so geht es weiter nach Bremen. Hier in Bremen wohnen die Männer und Frauen, die sich für die wahren Erben der alten Jaldinge halten. 2300 Menschen, die allesamt Axt- und Bierhumpen gleichermaßen gut zu führen wissen. Nur allzu weit kommt die Gruppe nicht. Ein betrunkener Elf findet den Weg nicht mehr. Oh nein! Ich hätte speichern sollen. Achso. Immer diese Ork-Überfälle, meint Gabriel leicht genervt. So langsam sind sie wirklich lästig. Aber wir haben ja jetzt etwas, um diese endlich stoppen zu können. Meint Tjalf mit einem stolzen Blick auf die nun fast fertige Karte, dass der Erzähler offensichtlich, hey, immer wieder erwähnen muss. So kurz vor Skial haben sie uns überfallen. Diese Orks werden aber immer mutiger. Stellt Tjalf besorgt fest. So gut, ich speichere jetzt erstmal und gehe dann wieder in den OOC-Modus, also Out of Character. Denn wie ihr seht, haben wir wieder mal ein
ein göttliches Wunder erlangt. Gabriel fühlt sich noch stärker, als er bereits ist. Welche Stufe sind wir denn jetzt? 5. Das... Nein. 4, das ist schon mal etwas. Ich glaube, ich erhöhe seinen Mut nochmal. Das passt erstens zum Charakter und zweitens bringt es auch ein bisschen was auf Attacke und Parade, wenn ich mich richtig erinnere. Was wir auf jeden Fall verringern sollten, wäre die Höhenangst. Yay! Als erstes werden natürlich Kampfwerte beim Krieger gesteigert. Ich hoffe, das gelingt jetzt auch mal. Was der Zweihänder... Ja! Wir haben endlich mal eine Attacke von 12. Hier versuche ich dasselbe. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, waffenlos hat sich doch als häufig benötigt erwiesen. Waffen versuche ich dasselbe nochmal. Gut, dann haben wir hier schon mal ein bisschen bessere Werte jetzt. Sehr schön. Also auf dem W20 ist 12 natürlich eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass er was trifft. Aber ist immer noch besser als 50. Oder 55. Wir müssten hier mal ein paar Sachen verkaufen, sehe ich gerade. Das wird uns sicherlich auch in der Geldbörse gut stehen. Wichtig ist natürlich bei ihm auch inzwischen Heilkunde Wunden. Das versuche ich doch mal aufs Maximum hier hochzudrehen. Immerhin 12. Kriegskunst. Ich weiß noch immer nicht, was das im Ingame bringt, aber es passt zumindest zum Charakter. Darum verkackt das auch erstmal gewaltig. Schleichen und Schwimmen sind zwei Werte, die man immer gebrauchen kann. Genauso wie Klettern. Und da haben wir schon fertig. Ja, leider waren die Talente nicht gerade so erfolgreich. Wir haben jetzt seine Kampfwerte immerhin gut gesteigert. Das ist auch schon mal etwas. So. Gut, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, heute Cut zu machen, auch wenn es ein bisschen früher ist als sonst. Bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.